So. Denn Kai hatte gerade gefragt, ob ich groß darf. Machen wir natürlich. Ich muss gerade einmal nur verschauen. Nein, das war falsch. Das ist richtig. Aua. Ja, okay. Jetzt schlafe ich hier schon beinahe halb ein. Und ich habe eben noch mal schnell mit den Kätzchen geschmust. Zumindest mit einem, der mir gerade so in die Quere kam. Danke, Luna. Einen Moment. Das Männchen aus dem Off. Einen Moment. Was? Bitte warten Sie einen Moment. Okay, bis gleich. Was? Hey? Du hast gesagt, warten Sie einen Moment. Ja, wie in so einer Warteschlange. Warteschleife. Bitte wartet eine Minute. Einen Moment, darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ja, so ähnlich, ne? Leider nicht möglich, es wird bereits verbunden. Wir wollen gar nicht verbunden werden. Ach so, nee, wollen wir nicht. Nee, ne? Irgendwie kenne ich den Ort. Ja, ne? Hier waren wir schon. Bleibt ja, ne? Und hört mich an! Es war einige Monate her, aber hier waren wir schon. Boah, ist ja unheimlich. Aber da hatten wir nicht so eine coole Ziege. Ja, die ist wirklich, ja. Die ist, ja doch. Also ich bin ganz stolz auf meine Ziege. Ja, hätte ich einen großen Hund, würde ich hier auch so ein Bierzapf-Fass da draufhauen, aber nee. Ich glaube, Sina packt das nicht, da ist sie so ein bisschen zu lütt für. Bleibt! Musst du sie größer machen? Das. Nein, sie hat in zwei Tagen Geburtstag und wird 10. Also größer wird sie nicht, der Zug ist abgefahren. Im Babyalter stecken geblieben. Sag nichts gegen meinen Hund, sie ist groß und stark. Stark ja, vielleicht, groß. aber groß lassen wir mal. Ja, ne? Stark tatsächlich. Also wenn sie wirklich auch zieht. Wie sie mich gerade anguckt, ja, es geht um dich. Also wenn sie wirklich zieht, dann ja doch, also wenn sie mal wirklich, dann ja, ist schon nicht ohne. Sie kann, wenn sie will. Warum sagt mir keiner, dass ich Stufe 20 bin? Weil mit ich eben Stufe 20, Gratulation. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Beleben, stimmt, jetzt, da ich darf endlich Leute wieder beleben. Also, ne, Hybrid, wenn wir dann irgendwann in die Instanz gehen, ich kann euch endlich wieder beleben. Dich und Mappa. Wo packe ich das denn jetzt am dümmsten hin? Das. Muss ich nur daran denken, dass das Wiederbelebung ist. Was ist das hier? Entfernt alle Massenkontrolleffekte. Okay, das kommt nach oben. Entfernt Verderbtheit vom Ziel. Das kommt auch da oben. Wie ich jetzt einfach erstmal alles das kriege, um irgendwelche Debuffs zu entfernen. Entwendung des Feindes. Das kommt da in die Ecke. Das brauche ich nicht. Das ist unnötig. Punkte habe ich nicht. Und es geht in den alten Wald zurück. Ich will nicht. Ich will da nicht rein. Da gibt's Spinnen. Spinnen? Mhm. Ach nee. Ich hab vorhin schon wieder geschrien, also. Es war lustig. Für die anderen, nicht für mich.
Ach du, ich schau auf wie ein Mädchen, wenn ich eine fette Schwarzspinne sehe. Also keine Sorge. Ja, wie damals bei uns im Badezimmer. Ja, oh, der Archie war auch echt eklig. Archie bei uns in der Badewanne. Oh. Ich habe sie Gott sei Dank nicht gesehen. Ich habe gestern einen im Hausflur gesehen, wo ich die letzte Runde mit Sina ging, aber den habe ich dann, so nett wie ich bin, am Leben gelassen, weil er einfach weit genug von mir weg war. Irgendwo an der Hauswand, also innen drin ist im Hausflur. So, okay, solange du nicht in die Wohnung kommst, ist alles gut. Kommst du mir in die Wohnung, bist du tot. Bei mir wäre er so oder so tot gewesen. Ich glaube, wäre verregelt. Heute ist er weg. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Wahrscheinlich sitzt er bei dir in der Wohnung. Nein. Ich werde heute Abend auch weitermachen, dass ich auf meinem Level 20 komme, dass ihr nicht mehr warten müsst. Aber erst wird Wolf gefarmt. Ja, mach in Ruhe, mach in Ruhe. Wolf gefarmt? Ja, die Wölfe in FF14. Ach so, okay. Muss ich diese Woche ja auch noch machen? Also müssen nicht, aber ich möchte diese Woche noch Wölfe machen. Ah, okay. Nur das mache ich dann wahrscheinlich nicht im Stream, weil... Das würde ich halt nur machen, wenn ich eine Gruppe hätte. Und ja, weil sonst warte ich mir halt den Wolf noch, bis ich in sowas reinkomme. Ja, weil wenn das Vieh nicht droppt, dann brauche ich, ich glaube, 100 Totem waren es. Also 100 mal die Scheiße machen, um das Viech mit holen zu können. Und das ist etwas zu langatmig für einen Stream. Das mache ich dann doch lieber privat. Mit einer Gruppe würde ich das im Stream machen, aber halt auch nur so grenzwertig. Okay. Ja, du bist jetzt hier auch diese Runenbewahrerin, ne? Ja. Gott sei Dank. Was mache ich denn hier gerade? So. Du hast doch eine Gruppe. Ja, aber keine... Achtmann? Keine Achtmann-Truppe. Und auch nicht so viele, die alle gleichzeitig Zeit haben. Ich habe 8 Leute, aber wir haben nicht und immer alle zur gleichen Zeit. Das ist halt das Problem. Luna hat recht. Nein, Luna hat recht. Ja, aber Luna und ich können nicht allein die Wölfe machen. Warum nicht? Also wir können es versuchen, aber ich glaube, wir gehen drauf. Ach Quatsch. Das sagt, immer so negativ. Das sagt der noch nicht mal einen Pony hat. Ich hole mir direkt einen Hengst. Was soll ich mit einem Pony? Ein Pony. Wird nur schwer. Du, nee, Luna. Ich würde sagen, es wird scheiße schwer. Pink Fluffy Unicorns dancing on rainbows. 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 Ich bin immer am Überlegen, ob ich die irgendwie Command mache, dass dann halt so ein Einhorn durchläuft. Glückwunsch, Hybrid. Doch? Nein, machst du nicht. Ach so. Hast du gar nicht zu entscheiden. Ich weiß. Deswegen ist es aber so egal, was ich sage. Du tust es so oder so. Ja, eben. Ja. Ja, Luna, ich weiß. Doch, macht sie. Natürlich macht sie das. Ich wäre nicht ich, wenn ich es nicht machen würde. Ja, das ist, ja, stimmt. Weil irgendwie kann man das bestimmt einbinden, dass dann da so ein... Kriechende? Kriechende Eichenwurzel. Ach. Das wächst auch bei mir im Garten. Das wächst nicht nur bei dir im Garten. Ja, nee. Ja, nee. Ja, was denn nun? Ja oder ja. Nee? Nee, ich weiß nicht. So. Töten wir mal die Krummeiche. Lass doch den Baum. Ja, aber soll die töten? Ja, nee, ist ja auch ein böser Baum. Ja.
verstehe ich wohl. Ist auch, meine ich, ein Elite-Mob. Warte mal. Ah, okay. Oder? Ah, kann ich jetzt gerade nicht mehr nachgucken. Bubufood, Hallöchen. Und herzlich willkommen. Mach's dir bequem. Schnapp dir was Cooles zu trinken. Lehn dich zurück und hol schon mal die Oropax raus. Es könnte sein, dass ich schreie. Und Popcorn nicht vergessen. Und Popcorn nicht vergessen. Oder irgendeine andere Knabberei. Ich mag nicht mal Popcorn. Ich hasse das Zeug. Nicht? Popcorn ist wirklich lecker. Nein, also nur, nur das Gesüßte. Ja, das Gesalzene ist so, überhaupt das klingt immer so ekelhaft am Gaumen. Nein. Echt? Bei mir nicht. Ich weiß ja nicht, wie du dein Popcorn isst, aber... Anders wie du scheinbar. Ja, wenn man was verschütten hat beim Schreien, ja, ist so. Ist das Faktier auch? Wie isst du Popcorn? Luna, ich vermeide es, Popcorn zu essen. Ey, kennst du das nicht, wenn diese Stücke so irgendwie am Gaumen oder auf der Zunge da so... Nein. Egal. Nein, das wirklich egal. Nicht. Popcorn mit Nacho-Käsesoße ist mega. Okay, das stelle ich mir echt geil vor. Ist genauso wie diese Nachos. Ja, mit Nachos verstehe ich es, aber mit Popcorn? Nacho-Käsesoße? Nachos habe ich zum Beispiel auch schon mit Nutella gegessen. Und also mit so einem Nutella-Tipp und dann... Oh, ich bin im falschen Team. Sorry, ich habe mich vertan. Oder Chips ungarisch. Die ungarischen Fanny-Chips. Ich sag nicht, dass du die mit Schokolade. Nein. Voll nein. Lecker. Das ist voll nicht dein lecker. Ernst. Doch. Nein, Quatsch. Doch. Das ist mega lecker. Pommes mit Vanillemilchshake. Ja, das stimmt, Iron. Das passt wirklich gut. Da stimme ich dir zu. Das könnte ich mir auch vorstellen. Letztens Brezel mit Senf probiert. Muss sagen, hat mich angetörnt. Das habe ich noch nicht probiert. Das ist ja noch relativ fast normal, oder? So Brezel mit Senf. Brezen. Ich habe mal Brezel mit Marmelade gegessen. Das war lecker. Schon lange nicht mit dir, ey. Ist mal ernsthaft. Oh, warte mal kurz. Telefon. Moment. Ja, so verkrümelt. Nein, hier, Michelle ruft an, was ich eigentlich gestern machen wollte. Moment, ich bin sofort wieder da. So, Eichenwurzel. Gibt schon leckere Sachen, ne? Muss man ja mal sagen. So, wo ist jetzt die Quelle? Müsste eigentlich hier irgendwo sein. Eigentlich. Wir sind rein hypothetisch gesehen auf dem richtigen Weg. Rehbraten. Reh ist lecker. Reh esse ich gerne. Aber ja, okay, den Rotkohl ist grenzwertig bei mir. Die Klöße kannst du behalten. Die Klöße, ich weiß nicht. So. Ich bin kein Fan von diesen Knödeln, Klößen und... Wird immer mehr im Mund. Aber nur... Rotkohl ist wie gesagt grenzwertig. Ich mag eigentlich keinen warmen Rotkohl. Eigentlich nur so, ne, den kalten, den normalen, den frischen. Aber... Wenn ich muss, esse ich auch den warmen. Ich habe es immer gehasst, wenn es dann zu Weihnachten gab es grundsätzlich bei meinen Eltern Klöße. Und ich habe so oft gesagt, Alter, ich esse die Kacke nicht. Könnt ihr mir da hinsetzen, wie ihr wollt. Ich esse das nicht. Und einmal musste ich sollte ich das tatsächlich aufessen. Ich habe die ganze Nacht daran gesessen und ich habe nicht ein Stück gegessen. Ich esse den Kack nicht. Wirklich nicht. Da haben meine Eltern dann irgendwann aufgerafft. Okay, ne? Den Rotkohl war okay. Den habe ich mir noch angewagt. Okay, Tobi wie Semmel, nee.
mag beides nicht. Das ist irgendwie... Nee. Nee. Ich habe dann halt immer Kartoffelstampf gekriegt, also Kartoffelpü. Aber sonst... Nee. Nee, war nicht meins. Ich muss auch nicht alles essen. Was? Nein! Ich will nicht zerbrechen. Wir können ja auch irgendwie über sowas Geiles reden. Chips mit Schokolade, Rehbraten. Wieso? Ist doch ein schönes Thema. Nee, ich muss in die Richtung. Wie ist der Vorname vom Reh? Kartoffelpüree. Oh. Nicht dein Ernst. Ich hab Hunger. Musst du was essen, Hybrid? Weil ich auch schon wieder so ein bisschen Hunger kriege. Wie komme ich jetzt hier raus? Ich weiß es nicht. Lecker Wildschwein, aber bitte ohne Pfefferminzsoße. Wie? Magst du keine Pfefferminzsoße? Hallo Masaki. Mach's dir bequem. Ich hoffe, es geht dir soweit gut. Ich versuche hier gerade aus dem Wald rauszukommen. Die Blume müssen wir uns merken. Obelix und seine Pfefferminzsoße. Ja. Auf die Filme hätte ich auch mal wieder Bock. Ja, Asterix und Obelix Filme. Aber nur die alten. Nur die alten Filme. Heiße Wasser mit Milch. Wer das ist, ist doch kleine Kinder. Ja, vielleicht. Und durchaus möglich. Das klingt nicht gut, Masaki. Dann hoffe ich, dass wir dich so ein bisschen ablenken können. Andere Gedanken bringen. Sag mal, magst du die Pokémon-Games? Weiß ich nicht, ich habe noch nie eines gespielt. Ich bin, was Pokémon angeht, ein totaler Noob. Ich habe keine Ahnung von. Weder von der Serie noch von den Spielen. Nur nie eins angerührt. Also ich kann es dir tatsächlich nie sagen. Eventuell könnte ich es mögen. Eventuell. Rein hypothetisch gesehen. Achso, wir wollten ja nach da hinten. Das leidige Thema. Ich denke schon. Also, ich gehe auch mal davon aus, dass ich sie mögen würde. Aber wissen tue ich es nicht. Ich gehe dann schon mal bei Steam vielleicht nach Monster Crown. Kann ich nachher mal machen, ja? Schaue ich nachher mal nach. Hilfe. Wenn ich mich wenig dran erinnere. So, jetzt hoffe ich, dass ich die Blume wieder finde. Die wir da eben entdeckt haben. Denn irgendwo müsste die dann ja nochmal sein. Die Erdbeeren nehmen wir einmal mit. Die Blähungen gehen hier auch wieder rund. So, komm her, meine Tiger. Eigentlich müsste die Blume jetzt irgendwo da hinten sein. Ja, nein, vielleicht ja, da ist sie. Juhu, wir haben den richtigen Eingang. P-
vielleicht ein weiteres Game für deine ewige Liste. Ja, stimmt. Stimmt. Die ewige Liste, die einfach nicht weniger wird. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich habe viel zu viele Spiele. Ich weiß es, aber ich kann es nicht ändern. Ich habe ein Problem. Wie viele Games wollen Sie haben? Yep. Zählen die Dinge auch dazu? Ja, tun sie. Schade, Pups, ich hätte sie eigentlich nie. Jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken. Okay, dann müsste ich das mit skillen. Okay, dann müsste ich auf jeden Fall mal 2 Punkte sparen. Um mal die anderen Dinger damit zu skillen. So, und jetzt irgendwie zu Tom Bombadil kommen. Wie kann man da nochmal hin? Es gab einen Weg. Zweiger. Was? Okay, hier ist noch eine Blume. Achso. Den hier wieder lang. Da müssten wir eigentlich direkt bei Tom rauskommen. Ja! Wir haben es geschafft. Oh, und da steht auch Tom direkt. Hallöchen. Tom, lauf nicht weg! Na, kommt der Wolf noch? Ja. Tada! Da ist Tom Bombadil! Bäh. Lauf nicht weg. Komm her. Gischwasserfall südlich von Tom Bombadil. Ah, okay. Das ist die Quest. Immer mit der Ruhe. Fragen sind dazu da, gestellt zu werden. Aber der Spaß liegt in der Suche nach Antworten. Ihr fragt nach dem alten Tom, aber das ist eine Frage mit vielen Antworten. Weshalb fragt ihr nicht die Bäume, warum sie sich wiegen oder das Licht, warum es scheint? Tom wandert des Abends gerne durch die Wälder und singt in der Morgensonne, wenn der Mond den Himmel verlässt. Wie es alle täten, die es versuchen würden. Und trotzdem fragt ihr noch und fragt. Zu viele Fragen für solch einen schönen Tag. Stellt euch in die Gischt des fallenden Wassers hier in der Nähe und ihr werdet wissen, was es bedeutet, Tom Bombadillo zu sein. Ne? Freut sich da jemand, Tom zu sehen? Wurzeln der Fäulnis. Recht mit Ringelblume. Jo. Damit sollten wir eigentlich die Instanz. Ja. Klage der Weide. So. Ja. Die Instanz machen wir, sobald Hybrid bereit ist. Dann irgendwann in den nächsten Tagen. Ich finde es halt so geil, dass man da halt auch allein rein könnte.
Aber man schafft halt diesen Boss nicht. Na, wo ist nochmal... welcher war das denn nochmal? Klage der Winde. Die Klage der Winde. Oh Gott. So. Oh Gott. Was denn? Kannst du mich nicht ankündigen? Wie soll ich das denn machen? Weiß ich nicht. Ja. Ja. Ja, gute Folge. Wie soll ich das denn machen? Ne, es ist unglaublich. Unglaublich, da. Unglaublich. Pups, das ist eine gute Ankündigung. Das stimmt. Ja, aber dafür müsste ich das... Nein, das wird keiner hören. Wieso? Du kannst doch hier die Katzen zum Pupsen bringen. Jo, stimmt. Ja, siehste? Hier nicht rausreden. Aber davon weißt du ja trotzdem nicht, ob ich dann jetzt wieder im Discord bin oder nicht. Doch. Wenn wir das jetzt als Zeichen vereinbaren... Ich wollte sagen, machen wir das jetzt als Codewort. Dufte, das ist eine gute Idee. Dankeschön. Also jetzt kann ich die eine Quest hier mal aus dem Questlog rauspacken. Ja, da kommen die Damenwinde so richtig in Fahrt. Nee, was? Ja, genau. Ach so, als Codewort. Codewort. So. Ich glaube, so war es nicht gemeint. Okay, das ist alles da oben. Ja. Dann springen wir hier mal runter. Aber, ja. Was? Nee. Hä? Oh ja, du hast es gebrochen. Geil. Mhm. Ja, weil sonst lohnt sich das ja auch gar nicht. So, einmal kurz unter das kühle Nass gestellt. Hast du Shampoo dabei? Nö, brauche ich nicht. Ich bin eine Elbin. Wir haben von Natur aus seidenglattes Haar. Das glaube ich nicht. Na doch, guck dir Elrond an. Wer? Elrond! Kennst du den nicht? Wer ist das denn? Du weißt jetzt nicht, du wirst mir jetzt nicht erzählen. Das weiß, das war ein Scherz. Darüber macht man keine Scherze. Oh doch. Oh nein, darüber macht. Nein. Über Herr der Ringe macht man keine Scherze. Nein. Seh das doch nicht so ernst. Oh Mensch. Doch. Oh doch. Nein, ich meine hier, Iron. Nicht so ernst sehen. Ja, und du auch nicht, Madame. Oh doch. Oh doch. Und oh nein. Oh doch. Nein. Okay. Ich muss reden. Tom wirkt erfreut. Triefnass seid ihr wie Tom nach einem frischen Frühlingsschauer. Durchgeweicht, aber erfrischt und glücklich. Lernt vom alten Tom, denn er hat Sommer und Winter und wieder Sommer gesehen. Ein für jeden Tropfen, der aus der Höhe herabfällt. Und nun immer noch voller Fragen. Toms Art besteht darin, das Schlechte zu nehmen und es in etwas Gutes zu verwandeln. Der alte Weidenmann, die Bosheit seines Herzens, wächst jeden Tag und er könnte etwas Aufmunterung vertragen. Geht zum alten Weidenmann und tanzt, um seine Stimmung aufzuhellen. Dann werdet ihr wissen, was Toms Sorgen um alle Geschöpfe, ob gut oder böse, bedeutet. Juhu! Okay, aber Hybrid, ich entschuldige mich. Siehste? Hybrid sieht das genauso. Aber Iron, der war gut. Ah! Jetzt haben wir hier zwei Lager. Ja, das... Nein. Ich enthalte mich. Ja, das wäre auch besser für dich. Warum? Das möchte ich jetzt hier nicht weiter erörtern. Doch. Oh nein. Doch. Das gibt es hier gleich in Samtpfotenkrieg. Ich glaube nicht. Samtpfotenkrieg der fünf Fehler. Aber doch nicht wegen Lord of the Weed. Gerade deswegen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Sag nicht nein, wenn ich doch sage. Sag jetzt noch einmal doch. Iron. Ich mag sie. Halt dich zurück. Ich find's gut. Ich find's lustig. Du bist ganz still da hinten auf deinem billigen Platz. Hallo, ich sitz gar nicht auf dem billigen Platz. Wo sitze ich denn eigentlich?
Auf einem billigen Platz, siehste. Nein. Im Chefsessel. Das würdest du gerne. Hey, tanz den ganzen Tag. Fragen verlangen nach Antworten, aber das reicht für heute. Nein. Wo da hinten? Guten Hunger, Iron. Ich hab auch Hunger. Dann ess doch was. Ja, wie denn? Ja, nicht immer nur aufs Klo gehen, auch mal was essen. Nein, darf ich hier ein Timeout geben? Nein. Sehr geehrter Herr Hybrid. Was? Nein, das dürfen Sie leider nicht, aus gegebenen Gründen. Das funktioniert nicht. Tom ist ein Rätsel und jeder Versuch, Antworten über ihn aus ihm herauszubringen, bringt nur Gelächter und Unsinn hervor. Vielleicht würde er unsere Absichten besser verstehen, wenn er einen Teil meiner Chronik lesen würde. Bringt ihm bitte ein Manuskript, um zu sehen, ob er sich uns dann öffnet. Okay. Natürlich, die haben wir auch schon mal gemacht. Ja, natürlich. Hier waren wir ja auch schon. Tom nimmt das Manuskript und streicht mit den Händen über dessen Seiten. Welch Wunder, diese Seiten gefüllt mit Worten, sorgsam niedergeschrieben. Ich kann die Buchstaben unter meinen Fingerspitzen fühlen. Getrocknete Tinte und bewahrte Gedanken. Das ist nicht die Art von Tom, aber Erinnerung verschafft Freude. Die Seiten sind wie ein Morgenlied, das bis zum Nachmittag vom Wind getragen wird, wenn es vielleicht erneut ertönt. Mir bereitet die Berührung dieser Seiten und ihrer winzigen Worte Freude. Erlasst mich eine Weile über ihnen sitzen, während ihr euch mit der Flusstochter unterhaltet. Goldbeere ist für eine Weile von ihrer Quelle zurückgekehrt und ist noch schöner und liebreizender als bei ihrer Abreise geworden. Wo ist Goldbeere? Ist sie hier drin? Hockt sie da drin? Ja! Hallo Goldbeere! Ich heiße euch willkommen, Wanderer in den Wäldern. Auf eurer Miene zeichnen sich viele Fragen ab. Hat Tom euch mit seinen Rätseln und Liedern verwirrt? Sagt Goldbeere, dass ihr bisher nicht viel über ihren Gatten in Erfahrung bringen konntet, trotz seines freundlichen und offenen Wesens. Ich denke, er hat euch gegeben, wonach ihr suchtet. Auch wenn ihr es vielleicht noch nicht wisst, wer Tom Bombadil ist. Er ist, wer er ist und niemand anderes. Er ist verschmitzt und liebt es zu lachen. Er wird euch bitten, unter einem Wasserfall zu stehen, nur um das Wasser zu spüren und um der Freude der Tropfen auf seinem Teppich willen. Er ist der Herr des Wassers, des Waldes und der Hügel und sorgt sich um alle, die diesen Orten wohnen. Auch wenn deren Herzen verdorben und gemein sind, er möchte ihre Stimmung aufhellen und ihre Schmerzen lindern. Aber das ist eine lange Antwort. Er ist Tom Bombadil und es gibt keinen, der ihm gleicht. So, und das schreibst du jetzt mal alles in deinen Lebenslauf rein. Oh, und anschließend Seiten wechseln. Ja. Bingo lauscht, Goldbeere Beschreibung vom Tom Beschreibung und nickt. Rätselhaften Gastgebers. Ja, danke. Ich glaube, dies ist eine gute Beschreibung unseres rätselhaften Gastgebers. Ja, das hast du gerade gesagt. Danke, dass ihr sie für mich besorgt habt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ihr für mich tatsächlich unter einem Wasserfall gestanden und mit einem bösartigen Baum getanzt habt. Ihr habt eure Sache gut gemacht und ich bin froh, dass ihr euch... dass ihr mich auf dieser Reise begleitet. Juhu. Sprecht mit Tom und holt vor unserer Abreise mein Manuskript zurück. In Ordnung. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, Ringelblume sicher zurück nach Neuburg zu gleiten und unsere eigene Reise fortzusetzen. Ich habe den kurzen Aufenthalt in Tom Bombadils Hütte sehr genossen. Aber es warten noch viele andere Orte und Leute darauf gesehen, um getroffen zu werden. Würdet ihr vielleicht mit Tom sprechen und mir mein Manuskript zurückbringen? Ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Nachdem er so viel Zeit hatte, es zu lesen. Und wieder zu Tom. Jetzt hast du. Ach ja. Lass uns zusammen singen.